Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich wieder unterwegs und haben uns hier weiter gefestigt. Und ja, wir waren gerade dabei, unsere Angriffsarmee aufzubauen. Und was hier gerade mit dem Gegner passiert ist, das gefällt mir echt wirklich gar nicht, weil... Naja, sagen wir es mal so. Die Gegner, die kommen halt hier wirklich im Minutentakt, ne? Und wir müssen hier tatsächlich unsere Produktion aufrechterhalten. Deswegen finde ich das auch gerade nicht so cool, dass wir hier nichts bauen. So, ab Holz brauchen wir. So, okay, gut. Macht ihr bitte, repariert ihr bitte das nach da oben. Sehr gut. Einfach gegen reparieren. Dann kriegen wir das schon hin. Genau, wir bauen hier unsere Angriffsarmee auf und wir müssen tatsächlich jetzt uns hier durchfressen. Gleich. Und, ja. Das kriegen wir aber hin. Ich bin jetzt echt optimistisch, dass wir das hier schaffen, Freunde. So, weil es ist tatsächlich... So, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt die ersten Angriffe hier verteidigt haben. So, Schlachtruf ist echt hilfreich hier. So, Freunde. Dann weiter reparieren. Einfach gegen reparieren. So. Einfach gegen reparieren. So, ah, jetzt kommt er wieder damit. Ach, jetzt kommt er wieder damit an. Alles klar. Aber wir haben mittlerweile hier eine vernünftige Verteidigung stehen. So, und das ist doch auch mal viel wert, muss ich sagen. Jetzt schießt da oben drauf. So. Mach diese Roboter weg. Los. Ah, jetzt den da oben noch. Und dann haben wir hier tatsächlich so eine kleine Angriffsarmee. Jawohl. Wir sollen da oben tatsächlich... Wir waren ja beim letzten Mal aufgefordert worden, hier oben einen Außenposten aufzubauen. Aber ohne Türme geht das schlecht. Tatsächlich. Weil ihr seht es ja hier. Sammeln sie... Ah, 4500 Einheiten Gold. Um sie nur als Cyborg-Ninja-Forschungsprojekt zu finanzieren. Aber haben wir das denn nicht schon? Ja, wir müssen auf die Universität klicken. Danke, Okan. Ich werde jetzt mit der Forschung der Entwicklung von Cyborg-Ninjas beginnen. Ich werde sie wissen lassen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Ja, sehr schön. Wir kriegen Cyborg-Ninjas. Coole Einheit, auf jeden Fall. Jo. Wir brauchen noch mehr Flugabwehr. Und am besten noch mehr Artillerie dafür da. So, nochmal zwei Stück. Ja, Freunde, und dann haben wir hier tatsächlich Ruhe. Das sind jetzt auch nicht so viele Einheiten, aber die vorhandenen Einheiten würde ich schon ganz gerne stärker machen. Meine Forschung ist abgeschlossen und wir können jetzt in der Kaserne jetzt Cyborg-Ninjas ausbilden. Diese höchst vielseitige Einheit kann sich Tarnen und Technologien der Feinde lahmlegen, indem sie eine hochentwickelte Logikbombe in einer feindlichen Universität legt. Wenn wir eine in die Nähe des feindlichen Kapitols bringen würden, wechseln die Bewohner die Loyalität. Aha! Cyborg-Ninja! Cool, das ist die Frau, die wir da im Hauptmenü gesehen haben. Bau mal! Bau mal einige. Die sind nämlich getarnt tatsächlich. Das freut mich doch sehr. Getarnte Einheiten sind immer gut. Sind immer gut. So. Einfach hier reinziehen. So. Ihr habt keine Chance. Keine Chance, den Apolls. Beziehungsweise den Ares-Robotern. Jo. Genau. Oh nein. Oh nein, das muss jetzt aber überhaupt nicht sein. Nein, 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 so geht's nicht. So geht's nicht. Oh Gott, die machen keinen Schaden. Warum macht ihr keinen Schaden? Das ist doch mega unfair. Hyperions. Oh Gott, ey. Warum macht ihr keinen Schaden? So. Jawoll hier. So. Cyborg-Ninja. Ihr seid cool. Eliminationsmatrix kodiert. Die sind cool. Was ist das hier schon wieder? Sagt mal. Alter.
Alter, ihr nervt. Ihr nervt wirklich. So. Schießt da drauf. Einfach da drauf ballern. So, Freunde, hier. Drauf ballern. Ja gut, dann sind die Hubschrauber halt für die Katz. So. In die Flachs ziehen einfach diese Jäger. Diese Jäger bitte einfach in die Flachs ziehen. So. Einfach hier, genau. So. Und bumm, weg damit. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So. So. Meine Güte. So, jetzt haben die Gegner auch Centurion-Panzer. Toll, Wurst. So, aber dann haben wir das. Haben wir es jetzt bald mal. Ne, da sind noch mehr. Toll. Ja, und weg damit. So, aber die Ninjas werde ich tatsächlich mitnehmen. Gar nicht mal so verkehrt. Da kommen jetzt noch mehr. Was soll das? Da kommt noch mehr Ares 2 Roboter, ja. Leider kann ich die nicht bauen, ey. Aber alles in Ordnung. Nein! Nicht der! Ne, raus da aus dem Feuer! Mann! Oh! Diese Helden. So. Ihr könnt es vergessen. Wir wollen jetzt auch mal hier angreifen. Los, Freunde. Warum arbeitet ihr nicht? Achso, ihr müsst wieder Flachs aufbauen, ja. Ach, das sind sogar Furiere. Achso, das sind gar keine. Okay. Ach du Scheiße. Schaut euch das mal an da oben. So. Bitte helfen. Los. Helfen. Wir werden wieder angegriffen. Ja, aber das passt. Alter, ihr nervt. So. Das sind noch mehr. Oh mein Gott. Die Mauer. Ah, das ist echt krass. Was hier ankommt. Von den Gegnern. Was hier ankommt alles. Die können echt meine Mauer hier nicht leiden, habe ich das Gefühl, ey. So. Und ihr bitte, wenn ihr fertig seid, bitte mithelft bei der Mauer. So. Och, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sofort hier kaputt machen. So. Hallo? Jo. Alles klar. Weiterbauen. Einfach weiterbauen. So. Und zumachen. Mach es zu. Und hier. Und schön. Oh, ist da einer reingekommen hier. Ja, okay. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist echt krass. Aber er ist gerade fertig geworden. Sehr gut, danke. Boah, sind die nervig. Wisst ihr was? Was ist das hier? Ein Wächter, okay. Kommt mal bitte her. So. Alles klar. So, Team 1, bitte hier raus. Und jetzt hier reicht mir langsam. So, kämpft euch einfach Schritt für Schritt vor. Kämpft euch einfach Schritt für Schritt vor. So, wir wollen jetzt mal was Neues erleben hier. Alles klar, Freunde. Ich habe keinen Bürger mehr. Okay. Wir müssen nämlich tatsächlich hier die Mauer wieder aufbauen. Macht das Tor zu. So, Team 1 jetzt mal. Jetzt reicht es mir. So. Diesen Transporthubschrauber wegmachen. Los, was soll denn das hier? Wegmachen. So, haben wir die Ninjas dabei? Ne, die stehen noch hier, ne? Die stehen noch hier. Hehe, die sind cool, die Ninjas. Okay. Haben wir es jetzt bald mal hier? So, weg damit. Die könnte man eigentlich auch nochmal verbessern, tatsächlich. So. Die Panzer sind verbessert. Die kann man auch nochmal verbessern. So. Gut, dann haben wir es. Alles klar, Freunde. Weiter geht's. Es reicht. Es reicht. So. Wo sind die Ninjas? Ach so, das Tor ist ja noch zu, ne? Was brennt hier? Das da, okay. Mach das Tor bitte auf.
So, und ihr bleibt mit... Ich werde der Geist in der Maschine sein. Ja, das ist eine Ansage. So. Nein! Was? Warum? Ihr seid doch getarnt! Warum? Och, das war jetzt gerade mein Steckenpferd hier. Und da kommt der Penner wieder angeschissen mit seinem Scheiß da. Ja, einer ist übrig geblieben. Kommt der Penner wieder mit seinem Müll da angeschissen. Mein Gott, es nervt. Es nervt. So. Was macht ihr da oben wieder? Geht da bloß weg. So. Mein Gott, diese Einheiten. So. Da kann man echt nur verzweifeln. So, wir gehen ins Weltraumzeitalter. So, das ist mir jetzt egal. Kommt. Und bau bitte einen Satelliten. Zur Kartenerkundung. Das kann doch nicht sein, ey. Atar-Software. Yo, du bist eine coole Sau. Alles klar, Mann. So, wir haben uns immerhin zumindest mal hier vorgekämpft. Lass das doch. So. Verdammte Axt. Okay, Satellit. Bitte Karte erkunden. So. Will wissen, was hier gebacken ist, ey. Mensch. So, was müssen wir denn jetzt hier eigentlich... Was ist denn jetzt hier genau das Missionsziel? Muss ich mir nochmal angucken. Einen Vorposten zum Wirtschaftssystem. Das brauchen wir aber nicht. Brauchen wir tatsächlich nicht. Ich würde es gut finden, wenn wir hier oben die Weißen zu uns auf unsere Seite ziehen könnten. Dann würde ich sagen, wir haben ja eben gespeichert. Gut. Ihr baut bitte weiter Flachs auf. So. Und wir brauchen weiter Einheitenproduktion. Also nicht schlapp... Nicht nachlassen hier. So. Was ist das denn? Dünenpatrouille? Was ist das? Was zur Hölle ist das denn? Okay. Andere, neue Einheiten, Hauptsache, ne? Ja, Hauptsache, die haben eine Verteidigung, ne? Ist klar. Ist schön fair, ne? Das ist richtig schön fair. Na gut. Alles klar. Aber wir haben es. So. Das heißt, wir können da... so, wegmachen. Mach dieses Lasertor platt. Mach den einfach platt. So. So. Alles klar. So, dann könnt ihr ja hier... diese Bereitschaftspolizei kaputt machen. Genau. Und das hier. Aufmachen. So, los. Aufmachen. Damit wir da schön einen Ninja reinschicken können. Ich habe ja eine Idee, Freunde. Ich habe hier einen Plan. Einen Masterplan. Und dann sehe ich hier das hier schon wieder. Die können auch angreifen. Dann sehe ich hier, dass hier schon wieder dieses Tor fast kaputt ist. Was soll denn das? Ach. Leute, ihr nervt. Ihr nervt, wisst ihr das? So, schön nachbauen, sehr gut. Gut, das Tor ist auf, alles klar. So, dann geh du mal bitte nach da oben. Das Tor ist sogar schon offen, alles klar. Dann. Jetzt haut er ab. Alles klar, was ist das? Logikbombe. Was war nochmal die Logikbombe? Ja, Bomber, natürlich. Darf nicht fehlen. Egal. Ich glaube, die haben gesagt, wenn wir die in die Nähe von einem Kapitol bringen, ne? Cyborg Ninja. Ja, komm. Ist okay. Das ist okay. Bitte, ey, bitte, dass zumindest die gelben Angriffe mal aufhören. So. Dass zumindest die gelben Angriffe aufhören. Oh, guckt euch das an. Wacht, warum? Warum? Was ist das jetzt hier? So.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Alter, nein. Seht... Ach, Mann. Seht ihr das? Das sind nämlich Weltraumlasertürme. Tatsächlich. Und wir sind jetzt hier auch tatsächlich... Ihr seht's im Weltraumzeitalter. Ihr seht's. Guckt euch die Kapitole an. So, die sehen jetzt richtig viel besser aus. Aber wir haben leider nichts an Verteidigungstürmen, was wir hier bauen könnten. Und deswegen haben wir hier ein Problem. Es ist leider so. Wir haben hier ein Problem, Freunde. Was macht der eigentlich so weit vorne schon wieder? So. Ja, bomb mich nur. Ist okay. Psst. Boah, der hat's voll auf die Festung abge... Was ist das denn? Zeitmaschine? Wozu brauchen wir denn eine Zeitmaschine? Was? Jetzt mach doch diese Bomber endlich weg. Das heißt, das können wir gar nicht. Oder was? Das heißt, wir müssen uns hier tatsächlich durchschießen. Okay. So. Mach diese Lasertürme weg hier. Los. So, Bereitschaftspolizei. So. Boah, halten die viel aus, Freunde. Diese Türme sind krass. Ohne Witz. Diese Türme sind heftig. So, mach die weg, dann baue ich nochmal ein paar Linias. Ah, und wir können tatsächlich Wachmänner bauen. Okay. Das ist okay. Weil das kriegen wir ja verteidigt. Oh, sehr gut. Das heißt, wir haben hier... So, auf diesen Turm da los. So, genau, Freunde. Ganz genau. Boah, diese Weltraumlasertürme sind heftig, Freunde. Puh, okay. Da denkt man, die wären getarnt, aber sind sie gar nicht. So. Was? Ach so, das ist der Gegner. Nee, das ist... Ah, schaut mal. Jetzt... Genau, schau euch das an. Jetzt hat sich unsere Mauer verändert. Schau euch das an. Das ist einfach eine Plexiglasmauer, so sieht das aus, ne? Ach, und wir haben hier schon wieder nicht mehr genug Flachs zur Verfügung. Flachs nachbauen, bitte. Wir brauchen hier ganz dringend Flachs, ey. Das ist wirklich unglaublich. Gebäude immer transparent. Ach so, nein, 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 nein. Verborgene Einheiten, genau. Da bin ich gerade aus Versehen drauf gekommen. Schritt für Schritt. Ein Atombomber! Was macht ihr denn? Was will der mit seinem scheiß Atombomber jetzt? Um Gottes Willen! Nein, 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 nein! Oh, Gott sei Dank. Ist das da schon wieder? Laserturm. Ja, komm. Laserturm. So, kaputt machen den Scheiß. Mach den Scheiß mal weg. So. Vielleicht würde ich mir ganz gerne die holen. Ja, die blauen. Okay, Japan 23. Jahrhundert. Okay, wisst ihr was? Ihr nervt mich gerade extrem. Genau, Atombomber. Schmeiß die Bombe ab und... Das Flugfeld muss weg. Genau, Freunde, das Flugfeld. Das Flugfeld muss weg. Jawohl. Sehr schön. Das kriegen wir noch kaputt, bevor die Bomber kommen. Und tschüss. Weg damit. Wo kommen die denn jetzt her? Sag mal, wo kommen die denn jetzt her? Na gut. Alles klar. Da kommen wieder die Hubschrauber. Das ist ein Spawner. Wo sind meine Ninjas? Da sind meine Ninjas. Cool. Ach, guckt mal. Wir haben neue Mannequin. Schaut euch die mal an. Wir haben Roboter-Mannequin. Cool. Das ist cool, Freunde. So, dann haben wir jetzt hier... Ich hoffe, dass wir hier jetzt bald mal Ruhe vor den Gelben haben. Ey, nein, Mann, Mann, Mann.
dass wir zumindest ein bisschen Fortschritt hier haben, ja. USCN, okay. Wo werden wir angegriffen da? Was soll das? Was soll das? Ach, der da. Ja gut, okay. Hörst du mal auf, danach zu reparieren? So. Mach das Ding kaputt. So, wir holen uns den. Ei? Genau. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hier. Was zur... Wie weit können die schießen? Reichweite 9, ja, okay. So, wir müssen die einfach dann in die Nähe von dem Kapitol bringen, haben sie gesagt. So. Fabelhaft, wir haben es geschafft, eine Agenda wurde in einer Rechenschaftenheit für unsere Bemühungen eingesehen und das wurde zugestimmt, sich uns anzuschließen. Sehr schön. Alles klar. Einer unserer ehemaligen Rivalen ist jetzt ein Verbündeter. Sehr schön. Ja, dann komm bitte mal direkt mal mit deinen einheitlichen... Hyperions. Neurussland, jo. Gut. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt einen Verbündeten. Ihr könnt euch alle zurückziehen. Um Himmels Willen. Oh ne, nicht schon... Nein, nicht jetzt. Wir haben es doch gerade so geil hingekriegt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Hört doch auf. Ihr nervt. Lauf. Lauf. Lauf, um Gottes Willen. Lauft. Nicht den Helden spielen. Lauf. Oh Gott. So. Der letzte Mann hier. So, kommt der letzte Mann. Oh, Xenua. Oh, danke. Danke, Xenua. Du bist ein Held, echt. Du bist jetzt wirklich ein Held. Ein Held deiner Zunft. So, Furien. Geht bitte da hinten drauf. Verbündeter. Helf mal bitte. Ja, toll. Sie müssen wieder eine Raumflotte besitzen. Ja, toll. Natürlich ist der Verbündete jetzt total nutzlos. Ne? Ist wieder klar. Was zur... Ah ja, okay. Gut. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das ist okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich einen Verbündeten. Das ist top, Freunde. Das ist echt top. So, kommt ihr mal bitte zurück. So. Aha, er kommt. Ah, er unterstützt uns. Sehr gut. Das brauchen wir aber auch mal. So, wir brauchen mehr Roboter. Ja, genau, hilf uns nicht. Doch, der hilft uns jetzt, oder was? Nein, tut er nicht. Ihr scheiß Hyper... Hallo? So, jetzt... Geht auf den Hyperion drauf. Verdammt nochmal. So. Alles klar, ey. So, wunderbar. Die schießen natürlich gleich ein Loch rein. Oh, die sind cool jetzt. Och, nein. Jetzt nicht doch mit Bombern. Alles klar, das ist mein Verbündeter jetzt. Wunderbar. Mach die kaputt. Was zur... Wie kommt der denn jetzt hier rein? Ja, alles klar. Jawohl, Sir, genau. Oh, aber wir haben Fortschritt, Freunde. Wir haben echt Fortschritt in dieser Mission. Und das ist Gold wert gerade. Das ist gerade echt Gold wert. So. Alles klar. So, wunderbar. Gut, du kannst bitte hier vorne die Mauer wieder reparieren. Ein Angriffsherd weniger. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal echt gut. Alles klar. Sehr gut. Oh, schau ich das mal an hier. Ja, das Schwebepanzer.
Ach genau, wartet mal, die können wir doch bauen. Die Schwebepanzer. Ah, guckt mal. Jetzt haben wir hier auch die verbesserte Bergbaueinheit und eine Dünenpatrouille. Wir werden angegriffen. Alles klar, ja, das ist doch mal eine coole Sache, finde ich. Hä? Was zur... Ja, dann, keine Ahnung. Genau, mit einem Schwert. Mit einem Schwert. Alles klar, Leute. Ihr seid echt cool, ey. So, sehr gut. Ach, guckt mal hier. Seine Reaper-Kampfhubschrauber. Jo. Die greifen uns jetzt nicht mehr an. Sehr gut, Freunde. Was ist denn hier wieder passiert? Och, Leute, ihr wollt mich doch, glaube ich, ein bisschen ärgern. Kann das sein? Jetzt kommt er hier wieder mit Panzern an. Hallo? Nein. Reparierst bitte das hier? So. Das da bitte hochreparieren. Verdammt nochmal. Gut, Freunde, dann würde ich aber dennoch mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, der Link in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da drauf kommen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.